Hier jetzt nochmal der neue Start, weil wir haben ja gerade eben hier eine Königin gehabt, die ein kaputtes Bein hatte. Mit der können wir nicht arbeiten. Jetzt suchen wir gerade die nächste schöne Königin raus. Schauen wir, was haben wir hier. Tochter von Kanika Hybrid Weiß Nummer 66. Das war eine ausgesprochen gute Genetik hier. Mit auch wirklich einem schönen großen Volk hier. Wow. Schau. Also diese Kisten hier, das nennt man Begattungseinheiten. Und normalerweise habe ich für meine Begattungseinheiten mein eigenes Homehive-System. Nur habe ich davon leider einen Tacken zu wenig. Und als Übergang muss ich jetzt noch hier diese Apidea-Kisten nehmen. Das ist für die Berufsimkerei, sind die, also sind generell Königinnenkisten wichtig, Begattungseinheiten, weil wir so eben, das ist die Lagerstätte für junge Königinnen. Ups, das ist ein Nachteil von Styroporkisten. Ich gehe davon aus, dass die Königin auch hier unten sitzt. Kann aber auch hier an der zweiten Kiste sitzen. Ja, unwahrscheinlich, dass die hier unten sitzen. Ich denke, mein Gespür war richtig hier auf der zweiten Kiste. So, ich mache jetzt hier kurzzeitig die Platte rein. Nicht, dass die Königin bei der Durchsicht einfach nach unten rennt. Das machen die nämlich auch ganz gerne. Ja, also Brut ist hier auf jeden Fall mal vorhanden. Das kann man von unten immer schön sehen. Dann gehe ich mal davon aus, dass unsere Jungkönigin hier sitzt. Komm mal raus. Ja, so, also jetzt haben wir ja den Vergleich. Ich habe gerade eben ein Video gezeigt mit einer Königin, die einfach anatomisch verkrüppelt ist. Und hier haben wir eine Königin, bei der alles wirklich so aussehen soll, wie es halt aussieht, bei einer guten jungen Königin. So, Königin, ab in die Handfläche rein. So, und dann Jungbienen braucht man. Also wir müssen die Königin jetzt noch markieren und wir brauchen Jungbienen für diese tolle Königin. Hey. Komm. So, ein guter Trick, eine Königin reinlaufen zu lassen. Die geht immer nach oben. Na, schau mal. Ja. Hammer. Habt ihr das gesehen? Königin in die hohle Hand nehmen, oben Loch machen, Käfig drüber, läuft von alleine hoch. Muss man gar nicht wirklich berühren. So, und dann hier in die Zusatzkäfig. Da holen wir jetzt ein paar Jungbienen rein. Natürlich ohne Varroamilben auch. Sollte man mal gucken. Aber die sehen hier eigentlich alle fit aus, die Bienen. Super. Jungbienen sind drin. Jetzt packen wir noch einen ganz kleinen Klecks Honig dazu. Bienen in Bienen in so einem Zusatzkäfig, die bekommen halt auch mal ganz schnell Panik. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen den gerade einen kleinen Tropfen Honig geben, ist da vernünftig. Also jetzt wisst ihr auch, wo meine Jungköniginnen herkommen. Wie gesagt, ich arbeite daran, dass ich noch mehr von meinen Homehive-Königinnen-Modellen bekomme. Die werden ab nächsten Jahr dann hier auch wieder angesetzt. Das
sehe ich gerade, da ist noch die Platte drin. So, die weiße 66 können wir uns merken. Karniga Hybrid Weiß 66 war die Mutter dieser wunderschönen Königin. So, jetzt wird die hier noch markiert. Dann setze ich die hier zu den Jungbienen noch dazu. Und dann lassen wir hier unsere Bienen in das weißlose Volk. Setzen wir gleich den ganzen Kasten rein. Und da geht dann das Video weiter. Bis gleich.